Ja, ich glaube, wir haben zwei verschiedene Halbzeiten gesehen heute. Ich glaube, erste Halbzeit geht klar an uns, wo wir deutlich besser waren. Und zweite Halbzeit haben wir uns ein bisschen hinten reindrängen lassen, fangen dann auch das 2-1. Und ja, dann ging es nachher nur noch darum, dass wir das Ding irgendwie verteidigen. Und ja, bin froh darüber, dass wir es jetzt so hinbekommen haben, dass wir 3 Punkte geholt haben. Gerade nachdem, dass wir in den letzten beiden Wochen zweimal verloren hatten und jetzt mit einem Sieg hier, wo wir sowieso schon selten gewonnen haben in Norderstedt als VfB Lübeck, glaube ich, sind wir natürlich sehr glücklich darüber, dass wir das Spiel gewonnen haben. Erste Halbzeit verpennen wir die ersten 10, 15 Minuten, glaube ich, komplett. Am Freistoß sind wir leider nicht da und danach das zweite Tor sind wir auch nicht an den Männern dran, kommt leider frei zum Schuss, gut, steht 2-0. Kriegen die erste Halbzeit ein, zwei Chancen, erspielen wir uns dann, aber kriegen noch nicht wirklich den Zugriff, den wir dann auch wirklich haben wollten. Spiegelt leider so ein bisschen weiche Flensburg wieder, wo wir erste Halbzeit dann auch so ein bisschen gut abgehakt in der Kabine, einmal zusammen gerauft, alle zusammen gesprochen. Zweite Halbzeit, glaube ich, werfen wir alles in die Waagschale, machen dann auch das Tor völlig verdient. Laufen an, auf gut Deutsch gesagt, wie die Bescheuerten. Kriegen dann leider das zweite nicht rein und gehen leider mit einem Nuller hier raus. Ja, ich glaube, das müssen wir dann intern besprechen. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es lag. Ich glaube, Norderstedt ist mehr draufgegangen, hat uns früher zu Fehlern gezwungen. Erste Halbzeit konnten wir gut von hinten aufbauen und ohne richtigen Druck zu haben. Und die zweite Halbzeit haben sie ordentlich Druck gemacht, da haben wir viele Fehler gemacht und so Norderstedt ein bisschen zurück ins Spiel geholt. Und ja, so wird so ein Spiel halt dann auch nochmal eng. Und aber trotzdem Hut ab davor, dass wir das Ding so noch verteidigt haben. Darauf bauen wir auf. Wir haben Sieg geholt, 2-1 auswärts. Und ja, so kann es weitergehen. Was heißt unkonstant? Ich glaube, für uns jetzt auch die englischen Wochen viel hintereinander weg gewesen. Haben dann doch noch ein paar Verletzte. Ist dann immer schwer, wenn man mal so ein Spiel nicht reinkommt. Ich glaube, da muss man mal gucken, woran es liegt. Es ist schwer zu sagen, direkt nach dem Spiel. Klar ist, dass wir die ersten 10, 15 Minuten da besser reinkommen müssen, besser in die Zweikämpfe kommen. Und ich glaube, wenn wir hier nicht in Rückstand geraten oder vielleicht nur mit einem, ich glaube, dass es dann komplett anders aussieht. Aber ja, wir nehmen das Positive hieraus mit. Klar, das Negative arbeiten wir auf. Das Positive nehmen wir mit und dann geht es nächste Woche weiter beim HSV. Also nachdem wir jetzt zweimal verloren haben vorher, war es für uns wichtig, dass wir das Spiel wieder gewinnen. Und heute haben wir das Spiel gewonnen und haben, glaube ich, auch einen anderen Kampfgeist an den Tag gelegt als die beiden Spiele zuvor, was so ein bisschen uns gefehlt hat in den Spielen davor. Und heute haben wir das abgerufen und wie gesagt, erste Halbzeit war sehr gut von uns, zweite Halbzeit ist verbesserungswürdig und trotzdem gehen wir hier als Sieger vom Platz und darüber sind wir froh.